Moin Moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Tale & Zonsch. Wir befinden uns immer noch in unserer Reihe der Sprites, also der kleinen dienstbaren Geister, welche ein Technomancer aus der Resonanz beschwören kann. Wir haben schon den Daten-Sprite und den Infiltrator-Sprite angeschaut. Heute werfen wir einen Blick auf den Kurier-Sprite. Kurier-Sprites sind großartig für sichere Übermittlung von Nachrichten und auch für Überwachung geeignet. Wir finden sie auf Seite 193 respektive 194 vom Grundregelwerk. Der Kurier-Sprite ist ziemlich gut in Schleicher, ziemlich gut in seiner Firewall und die Datenverarbeitung ist auch nicht sonderlich schlecht. Generell, die Attribute von Sprites basieren ja immer auf der Stufe, in der sie beschworen werden und darauf addieren sich dann entsprechende Attributspunkte. Der Kurier-Sprite hat die beiden Fertigkeiten Kraken und Elektronik, kann uns also bei Matrix-Handlungen optimal im Sinne einer Teamwork-Probe helfen und wir haben zwei Kräfte, nämlich den Cookie und den Hash. Gucken wir uns als erstes einmal den Cookie, den Keks an. Das ist eine Haupthandlung, die sofort passiert. Und damit kann eine Persona mit einem Cookie markiert werden, damit man die Aktivitäten in der Matrix verfolgen kann. Das ist eine vergleichende Probe auf Kraken und Resonanz gegen Intuition und Firewall des Ziels. Klappt das Ganze, hat das Ziel den Cookie drauf, ohne es zu bemerken. Er läuft auf Schleichfahrt, ist mit der Stufe des Sprites auch noch verschlüsselt und zeichnet alles auf, was das Icon tut. Das ist praktisch. Und die Nettoerfolge sind so bummelig eine Messgröße dafür, wie viel Information wir bekommen. Also ein Erfolg, so grobe Umrisse, vier oder mehr, einen furchtbar detaillierten Bericht. Und am Ende der Laufzeit, die von Sprite oder dem Besitzer beim Einsatz der Kraft bestimmt wird, werden alle Daten zum Sprite übertragen. Und sobald das Sprite es hat, kann es die dann in den Technomancer übermitteln. Wenn das Sprite zu diesem Zeitpunkt nicht in der Matrix ist, löscht sich das Cookie und dann ist es weg. Man kann ein Cookie finden mit einer Matrix-Wahrnehmung auf die Zielpersona und dann kann man dieses Cookie sehen und es danach mittels mittels dem Knacken der Verschlüsselung kann man es danach auch löschen. Der Cookie. Ja, wo können wir so ein Cookie einsetzen? Naja, bei vielen Dingen. Wir wollen wissen, wie sieht der Tagesablauf von dem finsteren Wissenschaftler aus, den wir aus dem Unternehmen holen sollen oder was genau machen eigentlich die Wächter, die Guards in dieser Anlage den lieben langen Tag. Mal gucken, was machen sie an dem Terminal? Welche Tasten müssen sie drücken? Das ist natürlich wunderbar in der Vorbereitung von einem Run, dass man dort viel mehr Infos hat. Und naja, wir bekommen ja alle Infos, die eingegeben werden, ne? Auch Passwörter. Und das wiederum? Naja, man könnte daraus vielleicht irgendwas Schlaues machen. Ja, die nächste Kraft, die wir haben, ist Hash. Hash, Hash, Hash. Genau, das ist eine Nebenhandlung und die erzeugt einen permanenten Effekt. Und damit können wir eine Datei mit einem Resonanzalgorithmus schützen. Genau, das heißt, wir nehmen dieses Sprite nimmt die Datei und diese, solange es diese Datei trägt, naja, kann sie nicht mehr geöffnet werden. Das ganze Sprite kann diese Datei für Kraft Sprite Stufe mal 10 Kampfrunden behalten. Und ist dadurch, naja, derart geschützt, dass man nicht mehr rankommt. Auch hier, ähnlich wie beim Datensprite, eine Variante, um kurzfristig etwas wirklich zu schützen. Aber, wir können natürlich noch was sagen. Es ist eine Datei, die es bei sich trägt. Für, na, sagen wir nach Stufen 4 Sprite 40 Kampfrunden, also ein paar Minuten. Ist natürlich auch doof, wenn gerade in dem Moment, wo jemand nachgucken möchte, ob jemand auf einer Liste steht, die Liste nicht mehr funktioniert. Weil ist irgendwie gerade nicht zugreifbar. Zugriffsfehler. Das könnte man natürlich auch damit machen, mit diesem Kurier-Sprite. Ist nicht, glaube ich, genau das, worauf es ausgedacht ist, aber ich denke, dafür könnte man es auch benutzen. Ja, im Auswurfschock haben wir auch für den Kurier-Sprite eine neue Aufgabe. Findet sich auf Seite 76 respektive 77 im Auswurfschock. Das ist die Signalverstärkung. Und damit hilft es uns, unsere Matrixverbindung zu verbessern und reduziert unser Rauschen um seine Resonanz. Das ist praktisch. Das heißt, wir wissen, wir sind an einem Ort. Netzverbindung ist absolut grottig und wir müssen irgendwie doch noch zu dem 200 Kilometer entfernten Host eine Verbindung aufbauen. Kurier-Sprite beschworen. Gut, wir haben nicht sonderlich lange Zeit. Es geht nur Kampfrunden, also Resonanzrunden lang mit einem Dienst. Das heißt, wir brauchen entweder mehrere Dienste bei dem Sprite, dass das halt über einen längeren Zeitraum aufrechterhält. Aber in jedem Fall ist das die Alternative zu jeder Form der anderen
Rauschunterdrückung. Wir können also den Sprite dafür benutzen. Praktisch. Ja, das war der Kurier-Sprite. Ich hoffe, euch gefällt diese kleine Reihe der Sprites in der sechsten Welt. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es gefällt. Hinterlasst doch ein Däumchen, kommentiert, abonniert, kommt gerne auf unseren Discord oder unterstützt uns bei Patreon. Links dazu sind in der Videobeschreibung unten verlinkt. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der Matrix. Ciao, ciao!